Es scheint, als gäbe es immer eine neue Missionsankündigung oder bahnbrechende Entdeckungen in der Weltraumforschung. Aber wir scheinen nie etwas darüber zu hören. Warum ist das so? Weil die Planung und Ausführung von Missionen im Weltraum eine riesige Menge an Vorbereitungen erfordert. Es ist nicht ungewöhnlich, von einer vorgeschlagenen Mission 5, 10 oder sogar 20 Jahre im Voraus zu hören. Wenn man sagt, dass wir einige faszinierende und aufregende Weltraummissionen haben, die in den nächsten Jahren und Jahrzehnten aufgestellt werden. Lassen Sie uns einen Blick darauf werfen, was als nächstes für die Erforschung des Weltraums auf uns zukommt. Beginnend mit der nächsten Veranstaltung im April 2018. Die NASA wird ihren transistären Exoplanetenvermessungssatelliten oder TESS starten. TESS-Job wird es sein, den Nachthimmel nach nahegelegenen hellen Sternen zu durchsuchen, die felsigen Exoplaneten beherbergen und die besten Aussichten für zukünftige Studien und zukünftige bemannte Missionen zu kategorisieren. Es wird erwartet, dass TESS während seiner zweijährigen Mission über 3000 Exoplaneten kategorisieren wird, darunter etwa 500 erdgroße und superirdische Planeten. Im Mai 2018 wird die NASA den neuen InSight Mars Lander mit Touchdown, der Ende November erwartet wird, auf den Markt bringen. InSight wird das Innere des Marses untersuchen, um mehr über die evolutionäre Formation der felsigen Planeten einschließlich der Erde zu erfahren. Im August wird das OSIRIS-REx Raumschiff der NASA auf dem Asteroiden Bennu Proben für eine Rückkehr zur Erde im September 2023 sammeln. Das mag zwar nicht sehr aufregend klingen, aber die OSIRIS-REx Mission hat das Potenzial, die größten Fragen über den Ursprung des Lebens zu beantworten. Asteroiden gelten als das Original des Sonnensystems, Reste des katastrophalen Zusammenbruchs des Nebels, in dem sich das Sonnensystem vor über 4,5 Milliarden Jahren gebildet hat. Eine Probe von Bennu, die die Theorie beweisen oder widerlegen könnte, dass die Oberfläche der Erde in Vergessenheit geriet und dann später mit dem Leben von Asteroideinschlägen zurückging, zusätzlich zur potenziellen Beantwortung dieser brennenden Frage. Die OSIRIS-REx-Mission hat ein weiteres Ziel. Bennu ist ein sehr großer Asteroid mit einem Durchmesser von über 500 Metern, der größer ist als das Empire State Building, was ihn zu einem großartigen Kandidaten für eine sichere Sondenlandung macht. Aber er befindet sich auch auf einem Kollisionskurs mit der Erde, irgendwann im 22. Jahrhundert. Es wird erwartet, dass Bennu in unserem Planeten abstürzt und unsägliche Verwüstung verursacht. Das OSIRIS-REx-Team hofft, seine physikalischen und chemischen Eigenschaften zu studieren, die entscheidend für die Bildung einer Einflussminderung sein werden. Im Frühjahr 2019 wird das lang erwartete und hochmoderne James Webb Space Telescope endlich starten. Webb soll das führende Weltraumteleskop des nächsten Jahrzehnts mit deutlich verbesserten Fähigkeiten gegenüber seinem Vorgänger Hubble sein. Es ist so mächtig, dass es bis vor etwa 13,5 Milliarden Jahren zurückblicken kann, als sich die ersten Sterne und Galaxien aus der Dunkelheit des frühen Universums zu formen begannen. Zusätzlich zum Sein einer veritablen Zeitmaschine erlaubt Webbs beispiellose Infrarotsensitivität Astronomen, die schwächsten frühen Galaxien zu vergleichen, wie die großartigen Spiralen und die elliptischen Galaxien von heute, die uns helfen zu verstehen, wie Galaxien über Milliarden von Jahren sich bildeten. Das Weltraumteleskop wird in der Lage sein, durch die riesigen Staubwolken hindurchzusehen, die für aktuelle Observationen wie Hubble undurchsichtig sind. Endlich wird Webb in der Lage sein, uns mehr über die Atmosphäre entfernter Exoplaneten zu erzählen und vielleicht sogar die Bausteine des Lebens anderswo im Universum zu finden. Das James Webb Telescope wird den Astronomen mächtige neue Werkzeuge an die Hand geben, um einige der interessantesten Fragen über die Entstehung des Universums selbst zu untersuchen und wer weiß, was andere erstaunliche Entdeckungen möglich machen. Von 2020 bis 2021 wird Mars neben dem Mars 2020 Rover der NASA, der die Bewohnbarkeit des roten Planeten untersuchen und nach Anzeichen für vergangenes Leben suchen wird, eine ganze Handvoll neuer Roboterbesucher bekommen. Die Europäische Weltraumorganisation ESA startet einen eigenen Rover namens ExoMars. Die Vereinigten Arabischen Emiraten werden versuchen, ihren ersten Mars-Roboter zu starten und China plant, einen eigenen Rover zu starten. Sowohl NASAs Mars 2020 als auch ESAs ExoMars beabsichtigen nicht nur nach vergangenem oder gegenwärtigem mikrobiologischen Leben auf dem roten Planeten zu suchen, sondern auch eine gründliche Analyse des Marsklimas, Geologie und allgemeine Bewohnbarkeit durchzuführen, um sich auf bevorstehende bemannte Mission vorzubereiten. Im Jahr 2022 werden wir Zeuge des Starts des mit Spannen erwarteten Jupiter-Eismond-Forschers, auch bekannt als JUICE, sehen. JUICE wird die jovianischen Monde Ganymede, Callisto und Europa studieren.
einige der wahrscheinlichsten Orte, an denen Leben jenseits der Erde zu finden ist. Jeder dieser Monde hat eine unglaubliche Menge an Eis, die potenziell riesige Körper aus flüssigem Wasser bedeckt. Und wenn es irgendetwas gibt, was wir über Wasser hier auf der Erde verstehen, dann ist es, wo es immer auch Wasser gibt, gibt es auch Leben. JUICE soll 2030 in eine Umlaufbahn um den Jupiter eindringen, um mindestens 3 Jahre lang detaillierte Beobachtungen dieser vielversprechenden SeaWorlds machen. Ebenfalls wird 2022 geplant, ist die erste unbemannte Mission zum Mars durch SpaceX. Während Elon Musk zugibt, dass dies ein hohes Ziel ist, das er aber für möglich hält. Diese Ziele der ersten Frachtmission sind die Bestätigung der Wasserressourcen, die Identifizierung potenzieller Gefahren und die Einrichtung einer ersten Energiegewinnungs- und Lebenserhaltungsinfrastruktur für die Mars-Mission, die jeder von uns erwartet und die uns bis 2024, das geplante Jahr für die Landung der ersten Menschen auf dem Mars, bringt. Diese zweite SpaceX-Mission, die sowohl mit Fracht als auch mit der Besatzung beladen ist, zielt darauf ab, ein Treibstofflager auf dem Mars zu errichten, um sich auf zukünftige bemannte Flüge vorzubereiten. Musk beabsichtigt, dass diese ersten Schiffe und ihre Ladung als Ausgangspunkt für unsere erste Marsbasis dienen, von der aus wir expandieren und schließlich eine florierende, sich selbst tragende Basis schaffen können. Wenn wir dieses herausfordernde Ziel erreichen können, wird die Menschheit offiziell zu einer multiplanetaren Spezies werden, was das Risiko eines vollständigen Aussterbens erheblich verringert. Musk spekuliert auch, dass, wenn alles nach Plan läuft, wir eine Marskolonie von 1 Million Menschen innerhalb von 40 bis 100 Jahren haben könnten. Auch wenn SpaceX es nicht schafft, Menschen auf dem Mars zu landen, werden wir noch weitere Optionen haben. Die NASA hat sich darauf vorbereitet, Menschen für einige Zeit nach einem weiteren Jahrzehnt intensiver Tests und Planungen auf den Mars zu schicken. Sie werden versuchen, eine bemannte Mission bis zum Red Planet irgendwann Anfang bis Mitte der 2030er zu starten. Auf ihrer Mars-Missions-Website steht: Mars ist die nächst greifbare Grenze für die Erforschung des Menschen und es ist ein erreichbares Ziel. Es gibt Herausforderungen für die Pionierarbeit auf dem Mars, aber wir können sie lösen. Wir sind auf dem besten Wege, dorthin zu gelangen und dort zu leben. Dieses Video kratzt wirklich nicht einmal die Oberfläche der gesamten Liste der geplanten Missionen innerhalb der nächsten 50 Jahre, aber man kann schon jetzt sagen, wie spannend die nächsten Jahrzehnte sein werden. Liked, teilt und abonniert, falls euch das Video gefallen hat. Und abonniert meinen Zweitkanal. Warum sollte ihr meinen Zweitkanal abonnieren? Ganz einfach, falls mein Erstkanal gesperrt wird, also mein Hauptkanal, will ich, dass ihr auf meinen Zweitkanal alle erscheint. Weil dort werden immer Videos kommen. Also dann, ciao und wiedersehen, euer EVS2 Let's Play, also David von Bros TV. Und der Link ist unten in der Beschreibung.